Jeder kennt sie, jeder liebt sie und aus fast keinem Haushalt sind sie wegzudenken, die Milchprodukte. Gerade in Vorarlberg können wir uns glücklich schätzen. Mit Vorarlbergmilch haben wir einen Produzenten, bei dem man genau weiß, wo die Milch herkommt. Mit kurzen Wegen kommt die Milch direkt von den Bauern, somit wird absolute Frische und hohe Qualität gewährleistet. Dies gilt aber auch für die Mitarbeiter von Vorarlberg Milch. Gerade in der Lehrlingsausbildung wird immer versucht, den Jugendlichen ein perfektes Umfeld zu schaffen. Die beiden Lehrberufe Lebensmitteltechniker und Technikerin und Molkereifachmann und Frau werden bei Vorarlberg Milch ausgebildet. Dass man mit diesen Ausbildungen auch wirklich Karriere machen kann, zeigt der Lehrlingsausbilder selbst. Ja, mein Name ist Paul Stefan, ich bin seit 2000 bei der Vorarlberg Milch, habe da meine Lehre gemacht als Molkereifachmann und bin 2009, 2010 habe meinen Meister gemacht und bin jetzt Produktionsleiter und Lehrlingsausbilder. Bei uns ist die Lehre ein sehr wichtiger Faktor. Wir sind seit über 10 Jahren ein ausgezeichneter Lehrbetrieb und wir probieren die Lehrlinge in der Firma möglichst gut auf die Lehrabschlussprüfung eigentlich vorzubereiten oder auf die Schule. Wir machen regelmäßig Lehrlingsschulungen. Die Lehrlinge rotieren bei uns in der Firma, immer Rotationsverfahren, also es sind 10 Wochen in jeder Abteilung. In der Abteilung selber gibt es einen Ausbildungsplan, wo die Lehrlinge durchlaufen, sodass sie schlussendlich, wenn sie mit der Lehre fertig sind, jeden Bereich wirklich abdecken können. Spannend, interessant und anspruchsvoll, so kann man die Lehre bei Vorarlberg Milch bezeichnen. Das Arbeiten mit Lebensmitteln bringt immer neue Herausforderungen und macht die Ausbildung besonders. Ja, als Lehrling bei der V-Milch tut man alle 2,5 Monate die Abteilung wechseln. Und zurzeit bin ich jetzt hier in der Joghurterei, wie man sieht, hinter mir. Und da ist meine Aufgabe, die frische Alp vom Joghurt anzuschauen. Denn weil das Boden gewiss und bearbeitet, bevor man es abfüllen kann. Um die Abläufe genau zu koordinieren und vor allem dafür zu sorgen, dass auch alles perfekt funktioniert, braucht es ausgebildete Mitarbeiter. Der Molkereifachmann wird hier in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Ja, ich bin der Florian. Ich habe die Lehre als Molkereifachmann ungefähr vor einem halben Jahr erfolgreich abgeschlossen. Ich habe nach der Lehre die Chance gekriegt, hier hinten im Maschinenraum zu arbeiten. Ja, und mein Aufgabenbereich dahin ist es eigentlich von der Milchannahme über die ganze Milchpasteurisierung bis hin zu den einzelnen Fettgehaltseinstellungen zu machen. Und die zentrale Aufgabe vom Maschinenraum ist eigentlich, für einen reibungslosen Ablauf für die verschiedenen Abteilungen zu sorgen. Das heißt, dass ich die ganze Milch für die ganze Abteilung richte. Ja, Milch ist das sensibelste Produkt, eigentlich, was es gibt. Und das ist halt eine tolle Sache mit dem zum Schaffen. In den verschiedenen Abteilungen bei Vorarlberg Milch wird schnell klar, wie vielseitig die Ausbildung ist. Dass hier auch technisches Verständnis dazugehört, beweist Elisabeth Listmeier. Ich bin Elisabeth, ich komme von Brederis und ich mache jetzt Lehre als Lebensmitteltechniker bei der Vorarlberg Milch und momentan bin ich im 3. Lehrjahr. In der Schule lernen wir hauptsächlich über Metallverarbeitung und auch vom Schweißer her. Da haben wir viel, also wir haben dann wirklich vom Schutzgas bis zum Autogenschweißer alles lernen und üben. Wichtige Grundlagen bei der Arbeit mit Lebensmitteln kommen aus der Biologie und Chemie. Im Labor wird alles getestet und kontrolliert. Hallo, ich bin der Manuel, ich mache da die Lehre als Molkereifachmann, bin jetzt im 2. Lehrjahr und mein momentaner Arbeitsbereich ist das Labor. Ich habe gerade vorher da die Milchprobe geholt, unter vom Maschinenraum. Da wird jetzt auf die ganzen Inhaltsstoffe getestet, wie Fett, Eiweiß oder Gefrierzahl. Zum einfach da kontinuierlich wissen, wie die Eingangsmilch hinkommt, wie sie auswerten. Dass wir täglich so gute Milchprodukte auf den Tisch bekommen, kommt also nicht von irgendwoher. Bei Vorarlberg Milch wird alles dafür getan, dass die Qualität passt und vor allem auch, dass die zukünftigen Fachkräfte perfekt ausgebildet sind. Somit bleibt das Ansehen auch in Zukunft erhalten.